Herr Dr. Eberhardt, vielen Dank, dass Sie uns wieder mal als Interviewpartner für die Reihe Sterbeforschung aktuell zur Verfügung stehen und uns damit die Gelegenheit geben, über ein Kernthema von Nahtoderlebnissen zu sprechen, nämlich über das sogenannte Tunnelerlebnis. Nahtoderfahrene berichten ja sehr häufig, dass sie sich durch eine Art Tunnel bewegen, an dessen Ende dann ein helles, strahlendes, aber nicht blendendes Licht steht. Dieses Tunnelerlebnis hat große Bekanntheit erlangt, ist fast schon zum Synonym für Nahtoderfahrungen geworden. Bitte fassen Sie zunächst zusammen, was dabei geschieht, welche Übereinstimmungen und welche Unterschiede es in diesen Berichten über einen Tunnel gibt. Gern. Vielleicht erstaunlich zu Beginn ist, dass das Tunnel gar nicht so häufig ist, wie man vielleicht denkt. Also das sind etwa ein Viertel bis ein Drittel maximal der Nahtoderfahrungen, die überhaupt diese Tunnelerfahrung machen. Aber weil dieses Bild, denke ich, auch so eingängig, so symbolhaft ist, auch gut darzustellen ist, illustrativ, schon Hieronymus Bosch hat das im Spätmittelalter in seinem heute sehr bekannten Bild dargestellt, ist es einfach ein sehr bekanntes Element, oder? Und das Erlebnis so eines Tunnels kann aber durchaus deutlich variieren. Also es ist nicht eine Standarderfahrung, die dann auch immer gleich aussieht. Das Tunnel, das kann beispielsweise absolut stockdunkel empfunden werden, wo man eigentlich denken müsste, man weiß gar nicht, dass man in einem Tunnel ist. Und Nahtoderfahrene dann trotzdem beschreiben, ich war in einem Tunnel, ich habe das irgendwie gefühlt, ich habe das vielleicht in einem Windzug gemerkt, dass ich dadurch etwas hindurchsause. Aber das kann dann natürlich auch eben ganz farbig werden, bis zu Regenbogen. Farbig, es wird beschrieben, da sind Sterne drin, die leuchten. Und der Tunnel, der muss auch nicht gerade sein. Also der kann wie so ein Schlauch gewunden sein, kann sich sogar bewegen, kann so wie gerippt sein, so wie ein Staubsaugerrohr, wo man da vielleicht so durchfliegt. Also das variiert. Und dann auch die Qualität dieses Tunnels, das Tunnel hat häufig eine Qualität, es ist nicht nur einfach ein Tunnel, sondern strahlt etwas aus. Also das ist meistens so, wie ja die Mehrheit scheinbar der Nahtoderfahrung positiv ist, dass auch strahlt dieses Tunnel etwas wie Warmes aus, irgendwas. Es nimmt einem irgendwie, umfasst einen, nimmt einem entgegen, hat vielleicht sogar so weiche Wände, die man berühren kann, das kann variieren. Aber es gibt auch da dann wiederum negative Aspekte, die erlebt werden können im Tunnel. Also da gibt es so Berichte, beispielsweise von einer Nahtoderfahrung, da war auf der einen Hälfte dieses Tunnels, da ging es so in die Art Unterwelt, da waren böse Wesen, die schrien, die fluchten, die grapschten nach dieser Person. Und wenn sie sich auf der anderen Seite hielt, dann war sie irgendwie geschützt. Es gibt dann auch durchaus teilweise Wesen in diesem Tunnel, also das können Verstorbene sein, das können eine Art Lichtwesen sein, die dann diese Person, die sich durch dieses Tunnel bewegt, empfangen, begleiten. Und letztlich kann man manchmal auch eine Art Orientierung dieses Tunnels angeben. Ich stelle mir das vielleicht so vor, wirklich banal, wie wenn wir durch einen Tunnel fahren, bin ich manchmal erstaunt, wie gut man erfassen kann, obwohl man keinen Horizont hat, ob das Tunnel eher nach unten geht und nach oben oder so eine Kurve macht oder was, das sieht man ja relativ gut. Und das beschreiben dann auch viele Nahtoderfahrungen, dass das Tunnel ging nach oben, das ging mal nach unten, dann wieder zur Seite oder es ging bei eher beispielsweise dann bei positiven Nahtoderfahrungen halt in die Höhe und bei negativen tatsächlich dann auch nach unten. Also so eine Art Orientierung dieses Tunnels. Das heißt, man kann diesen Tunnel auch nicht mit einer bestimmten Empfindung verbinden. Er vermittelt nicht immer Geborgenheit, aber auch nicht immer etwas Bedrohliches. Absolut, ja. Und man kann auch nicht sagen, dass es einen immer das gleiche Ziel führt, oder? Also auch das ist eben, er muss gar nicht da sein, das ist mal das eine. Man kann ihn auch wie überspringen. Also es gibt Nahtoderfahrungen, da lässt man dieses Tunnel komplett aus und ist gleich, sag ich mal, in einer anderen Welt oder gleich in einem Licht drin, ohne je ein Tunnel durchlaufen zu haben. Und bei anderen ist das ein wichtiges Element, das auch lange dauert und bei anderen dann wiederum ganz, ganz kurz. Sie sind nicht nur Arzt, sondern wie unsere Zuschauer vielleicht schon wissen werden, auch Präsident der Swiss Irons, einer Gesellschaft, die sich mit der Erforschung von Nahtoderfahrungen beschäftigt. Sie haben also mit
vielen NATO-Erfahrenen zu tun gehabt, kennen viele Berichte über Tunnelerlebnisse. Gibt es unter denen einige, die Sie besonders beeindruckt haben, weil damit eben auch ein ganz besonderes Erleben verbunden war? Ja, das sind zwei, die sogar noch relativ ähnlich sind. Beide für diese Person da, also ich erfahren habe aus dem Kantonsspital in Luzern, wo ich damals gearbeitet habe. Und das war was, was die verbindet und was ungewöhnlich ist, ist, dass beide Personen während ihrer NATO-Erfahrung dieses Tunnel, der eine wiedererkannt hat, aus einer früheren NATO-Erfahrung, wusste, was es ist, der andere wusste aus einer Art Bildung, so wie wir das vermitteln, dass es dieses Tunnel gibt. Die sahen beide das Tunnel, das lud sie ein, nicht negativ, die wollten aber beide nicht sterben. Die wollten nicht dadurch und begannen sich aktiv dagegen zu wehren, da sozusagen wie reinzuschweben. Oder? Und bei beiden hatte das, sage ich mal so gesehen, Erfolg. Also die traten dann auch nur gerade kurz in dieses Tunnel ein. Bei meinen war das dann auch noch verbunden. Der war schwer, war ein junger Patient, war schwer an Covid-Pneumonie erkrankt und war Vater noch eben, der wollte unbedingt auch hier bleiben, am Leben bleiben. Und bei dem scheint mir diese NATO-Erfahrung auch so etwas mit Delir, so zwischen Delir und NATO-Erfahrung zu schwanken. Er hatte klare Elemente einer NATO-Erfahrung, aber dann auch so typisch eines Delirs, also Verwirrung und so, sage ich mal, bedrohliche, sehr schnell aufeinanderfolgende, irreale Bilder, so, wo das nicht so einfach ist, auseinanderzuhalten. War das jetzt überhaupt eine NATO-Erfahrung oder war das wirklich mehr ein Delir, das er sich dann halt so vorgestellt hat? Beim anderen aber wiederum, da waren es klar, das waren es klare NATO-Erfahrungen. Und der kannte eben aus den früheren NATO-Erfahrungen, das war schon seine dritte, das, was das ist. Und der hat es das erste Mal dann jetzt dagegen gewehrt. Und bei beiden hat das geklappt. Und das ist an sich ungewöhnlich. Normalerweise ist man eher bei der Tunnelerfahrung inaktiv. Also man wird getragen, gesogen, gezogen, gestoßen irgendwie. Also man geht da einfach durch. Man muss da nicht aktiv schwimmen oder sich einen Weg bahnen. Aber man kann sich offenbar, zumindest in dieser Erfahrung, die diese zwei hatten, auch aktiv irgendwie verhalten in diesem Tunnel. Zumindest die konnten das. Ja. Das heißt, es gibt unterschiedliche Tunnelformen, auch unterschiedliche Erlebnisqualitäten, die damit verbunden sind. Was ist denn das Gemeinsame an Tunnelerlebnissen? Was drückt der Tunnel aus? Das Gemeinsame ist wahrscheinlich schon diese Symbolkraft, die man auch so deutet. Also die zumindest die Erfahrenden so deuten, aber die meistens auch die Hörer, die so interpretieren. Das ist so diese Passage oder der Tunnel als Passage zwischen dem Diesseits und dem Jenseits und ist da auch irgendwie in dieser Erfahrung dazwischen geschaltet. Also das gehört auch dazu. Auch dass man, es muss nicht sein, aber dass man, also gerade am Ende es kommt ja auch ein Ende des Tunnels dann, oder? Das erleben nicht alle. Es gibt Erfahrungen, aber die sind eher selten. Da kommt man ins Tunnel und dann ist man wieder draußen und es passiert nichts mehr, oder? Es ist eine Art wie eine abgebrochene Tunnelerfahrung oder ein wieder hinausgehen oder ein unfertiges Tunnel oder was auch immer. Aber die meisten, die kommen ja an ein Ende eines Tunnels. Und an diesem Ende ist eben dann auch typischerweise eine andere Erfahrung, eine andere Dimension. Also Sie haben es vorher gesagt, also die klassische Erfahrung, die gut bekannt ist, ist eben dann diese Lichterfahrung. Ein helles, nicht blendendes, aber auch mit einer Qualität versehendes, weil unglaublich liebevolles, so nicht bekanntes Licht. Aber das kann auch eine transzendente, jenseitige Welt sein. Das können da auf der anderen Seite, was auch häufig ist, eben die sage ich mal, die Umgebung sein, die einen willkommen heißt. Verstorbene oder eben Lichtwesen, die dann irgendwie interpretiert werden. Und insofern ist ja im Grunde genommen diese Symbolik auch noch mit dem zu sehen. Also es ist nicht nur ein Tunnel, das jetzt einfach da ist, sondern es führt eben wohin. Und man kann es auch wieder rückwärts nehmen. Das ist noch interessant, dass das nicht von allen erlebt wird, die den Tunnel in diese Welt genommen haben. Also die können dann einfach zurück sein im Körper. Aber es gibt durchaus, ich könnte jetzt da keine Zahl nennen, aber ich würde schätzen, dass die Mehrheit dann doch, die den Tunnel in diese Welt nimmt, die geht auch wieder durch den Tunnel zurück. Typischerweise aber rascher. Selten kommt auch vor, dass Menschen berichten, dass sie wie einen silbernen
Schnur oder silbernen Faden mitziehen und der dann wirklich auch diesem Tunnel folgt oder eine Art gedehnt wird und der sie dann auch unter Umständen wieder zurückzieht, also durch diesen Tunnel, also dass da diese Verbindung da ist. Das ist aber ein seltenes Element, also viel häufiger ist das Tunnel ohne so eine Art Schnur. Das erinnert dann an die silberne Schnur oder auch den silbernen Strick, wie er in der Literatur beschrieben wird. Genau. Der Tunnel steht also für eine Übergangserfahrung, für die Passage von dieser Welt in eine andere. Nun könnte man sich vorstellen, dass manchmal, vielleicht auch eher in anderen Kulturen, auch ganz andere Bilder beschrieben werden, um das gleiche Erleben zum Ausdruck zu bringen, dass eben aber nicht das Bild eines Tunnels verwendet wird. Sind Ihnen solche Beschreibungen bekannt? Ja, sogar ziemlich viel. Also, dass sozusagen diese Passage als Tunnel irgendwie anders erscheint. Das kann auch in westlichen Nahtoderfahrungen irgendwie, sage ich mal, ersetzt sein durch ein anderes Bild. Aber es ist auffallend, dass es häufiger in vor allem naturnahen Religionen und Kulturen wirklich anders erlebt wird als ein Tunnel. Also im Westen kann das sein, dass es wie eine Schwärze folgt, ein dunkler Raum. Es gibt ja Leute, die haben eben diese Schwärze und dunkler Raum und erleben das Tunnel irgendwie und in irgendeiner Form, wissen die das. Aber es gibt andere, die sind einfach in einem Raum, in einem leeren Raum. Der kann ganz positiv erfahren werden, obwohl er genauso beschreibbar gleich ist, einfach schwarz, still. Andere können in diesem so einem Raum eine Void-Erfahrung erleben, die ganz grauenhaft ist. Aber häufig ist das auch nur ein Zwischenteil dann. Und dann kommt die andere Erfahrung, also eine Art wie so ein Tunnel. Aber fast eindrücklicher sind halt dann die Erfahrungen, wo die Passage eben viel irgendwie noch naturnaher, bildhafter erlebt wird. Also so ein Beispiel ist dann, sagen wir mal, einfach ist eine Höhle, wo man reingeht und dann aber vielleicht auch eine Schlucht folgt, Nebel, eine Passage, gerade auch so bei Jäger- und Sammlerkulturen, das sind das gar nicht selten so Passagen durch eine Wildnis, durch ein gefährliches Gebiet mit auch wilden Tieren, die man irgendwie, denen man ausweichen muss oder die man bekämpfen muss oder wo man hochklettern muss, ein Fels. Auch häufig, gerade so bei australischen oder zentralafrikanischen Nahtoderfahrungen ist ein See. Das ist ein Topoi, also dass man in einen dunklen See taucht und dann geht man da auf den Grund. Man hat natürlich keine Probleme mit der Atmung, aber geht bis auf den Grund und da ist das dann wie ein Loch oder eine Vertiefung nochmal. Und da kommt man dann in die andere Welt. Also geht nicht dunkel weiter, aber da kommt man dann in die Welt der Ahnen beispielsweise. Aber dann gibt es auch so recht seltene, aber umso spannendere Passagen. Also aus Hawaii kennen wir den Vulkan, wo die Person dann wirklich in den Vulkan runtersteigt. Da spielen ja Vulkane, auch die Vulkangöttin Pele, eine ganz wichtige Rolle. Und da kann man also auch eine Nahtoderfahrung erleben, wo das dann die Passage ist, dieser Vulkan. Oder in Afrika, in Regionen, wo Menschen halt wirklich das ganze Leben nie einen Tunnel gesehen haben, nicht kennen, dass es da Nahtoderfahrungen vielleicht gibt, die beschrieben werden, wo eigentlich genauso ein Tunnel erfahren wird, aber das wird dann nicht mit diesen Worten beschrieben, sondern mit einem Pflanzentrichter beispielsweise, der dann eben genauso eng wird und dunkel wird und wo man da durchgeht. Und letztlich sogar das Psyche aus der griechischen Mythologie mit dem Fluss, also der Fluss als eine Art Grenze, wo man aber rüber muss und wo dann dieser Karren, dieser Art Fährmann ist und einem aufs Boot lädt und dann rüberbringt. Das heißt, wir haben als gemeinsames, zentrales Element eigentlich die Übergangserfahrung, die dann aber durchaus kulturabhängig in verschiedenen Formen beschrieben wird. Ja, genau. Das Tunnelerleben wird manchmal auch mit dem Geburtskanal assoziiert, nur dass es in diesem Fall eben um die Geburt ins Jenseits geht. Das mag man als schönes Gleichnis sehen, aber es gibt eben auch psychoanalytische Interpretationen, die davon ausgehen, dass es sich tatsächlich um eine Erinnerung an den Geburtskanal handelt, die bei einer Nahtoderfahrung sozusagen reaktiviert wird. Was halten Sie von dieser Interpretation? Ja, für mich spricht unglaublich viel gegen diese Theorie und fast nichts oder eigentlich nichts dafür. Das Erste ist schon mal, dass das Erlebnis einer Geburt
keine Tunnelerfahrung sein kann. Auch wenn wir uns daran nicht erinnern. Aber also dieser Durchgang, sagen wir in der Geburt, das ist dann wie ein Schlauch, der unter enormem Druck steht und der uns von allen Seiten presst. Wir sehen da kein Licht am Ende. Also wir sind in Dunkelheit, werden dann von allen Seiten bedrängt und zwar so stark, dass es ja unseren Schädel verformen kann. Oder? Ich glaube, also nur so nebenbei, es gibt ja kein Lebewesen, das so eine schwierige Geburt hat, wahrscheinlich so eine schmerzhafte Geburt, weil wir haben als Menschen, wir kommen mit einem großen Hirn, das ist ja unser Kennzeichen, mit einem großen Hirn auf die Welt und gleichzeitig sind wir aufrecht gehen und unser Becken muss damit fixiert sein. Also die meisten Tiere, die haben vorne ein Becken, das ist offen, oder? Das kann dann bei der Geburt sich öffnen, bei uns ist das geschlossen, bei Menschen. Also da muss ein großer Kopf durch ein kleines Becken und das ist eine enorme Schwierigkeit, das wissen wir alle, oder? Das ist, und damit haben wir ein ganz anderes Geburtsgefühl. Und ich kenne nur eine einzige Nahtoderfahrung, wo das beschrieben wird, so eine Art Durchgang durch einen glitschigen, sehr engen Tunnel, wo der sich durchdrängen musste. Aber sonst ist das Ganze das ist neben mir ein Schweben, oder? Ja, und dann sehen wir wahrscheinlich auch kaum ein Licht. Also wir, die meisten, die geboren werden, die schließen die Augen, auch dann noch, wenn sie aus dem Geburtskanal rauskommen. Wir nehmen an, man sieht sehr schlecht, man sieht unscharf, man sieht schwarz-weiß. Dann ist auch ganz entscheidend, dass eben, gut, das wusste man damals bei der Theorie noch nicht, dass eben Menschen, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, die genauso die Tunnelerfahrung machen können. Also das spricht natürlich definitiv dann gegen diese Theorie. Wenn es mit dieser psychologischen Erklärung schwierig ist, gibt es denn eine plausible physiologische, könnten Sie sich körperliche Prozesse vorstellen, die zum Eindruck eines Tunnels führen? Ich selber nicht, weil genau die Tunnelerfahrung ja, wie vorher kurz angeht, die ist ja sehr komplex und variantenreich. Also die kann man nicht so über einen Kamm scheren. Und es gibt aber schon so auch Versuche, sage ich mal. Also eine Bekannte ist aus den 90er Jahren von Susan Blackmore, die stellte die Theorie auf, dass diese Tunnelerfahrung eigentlich einer Netzhaut, einem Grund herunterfahren der Netzhautdurchblutung entspricht. Dass irgendwie so von zentripetal da irgendwie das Blut sich zurückzieht und dann eben wie eine Art Tunnel dieser Blick zu einem Röhrenblick wird und dann abstellt. Interessanterweise kennt fast jeder Mensch diese Erfahrung. Und das geschieht ja, wenn der Blutdruck abfällt, man ist irgendwie im Stehen und es wird einem schwindelig. Also das kennen ja viele Menschen, so eine Synkope nennt man das. Also eine Art Ohnmacht, die provoziert wird durch einen Abfall des Blutdrucks. Und da ist interessanterweise wirklich so, dass wir häufig zuerst noch kurz schwarz sehen, das ist ja das Blackout, das nimmt man noch wahr, also man ist nicht plötzlich weg, sondern man hat, gut, es sind häufig auch andere Symptome, man ist so wie durch Watte hört man alles plötzlich, es wird einem schwindelig, aber eben ein Aspekt kann sein, dass das dunkel wird, schwarz wird. Und das hat eigentlich vor allem damit zu tun, dass der Augendruck, der ist leicht höher als der Hirndruck. Das heißt, wenn dieser Blutdruck abfällt, dann bekommen die Netzhautzellen vorher Stress, weil da die werden vorher kurz nicht mehr durchblutet und das geht nur Bruchteile von uns, geht nur Sekunden und dann schalten diese Nerven, also die Netzhautzellen sind auch Hirnzellen, die sind sehr sauerstoffempfindlich und die müssen dann abstellen und die stellen dann eben kurz vorher ab, bevor das Hirn abstellt und dann wird es eben schwarz, das nehmen wir dann noch wahr. Oder? Aber das ist ja normalerweise keine Tunnelerfahrung, sondern es wird einfach schwarz. Also das ist sehr, sehr selten so das, was man eben dann da erlebt. Und es gibt schon so auch Beschreibungen von beispielsweise Kampfpiloten, die so in einer Art Zentrifuge da hohem Fliehdruck ausgesetzt werden und die dann dasselbe erleben, weil der sozusagen das Blut einfach in die Beine abgeht, oder? Und dann auch die Durchblutung des Gehirns abfällt, die da scheinbar so etwas in der komplexeren Erfahrung auch machen können, also so Lichtblitze sehen oder auch mal Tunnel sehen, sogar auch mal so eine Art Delirant, so Figuren sehen können, das gibt's. Aber es ist nicht die Norm und es entspricht nicht dieser komplexen, sinngebenden Erfahrung eines Tunnels, weil das geht eigentlich weit darüber hinaus. Es ist nicht so ein nebensächliches Produkt, sondern es ist ja eine sinnbeladene Erfahrung, die man da macht und die eben auch sehr variantenreich sein kann. Und damit ist diese Erklärung einfach wie zu unbefriedigend.
Und dann kommt schlussendlich noch dazu, und das ist natürlich auch wieder ganz wichtig, das hat genauso wie mit dem Geburtserlebnis zu tun. Bei dem Geburtserlebnis kann das auch gemacht werden von Menschen, die per Kaiserschnitt auf die Welt kamen. Und genauso können Tunnelerfahrungen gemacht werden von Menschen, denen das Gehirn gar nie irgendwie Sauerstoffmangel oder eben Blutdruckabfall ausgesetzt war. Also es ist gar nicht so selten. Ich meine, wenn jemand einen Unfall hat und eben da das Gehirn aber immer gut funktioniert hat, aber er ist dann eine Schrecksekunde ausgesetzt und da in diesem Moment erlebt er die Nahtoderfahrung, dann war dieses Problem mit dem Auge gar nicht da. Und trotzdem kann der eine Nahtoderfahrung mit Tunnelerfahrung machen. Und damit ist halt wirklich das eigentlich hinfällig, ja, diese Erklärung, weil man kann es nicht heranziehen als Erklärungsversuch. Wie interpretieren Sie denn selbst das Tunnelerlebnis, auch unter Miteinbeziehung des Aspekts, dass es in Wirklichkeit ja gar nicht um einen Tunnel, sondern eben um ein Übergangserlebnis geht? Ja, ich seh da genau das darin, was halt diejenigen, die das erfahren, sehen. Also eben wirklich so eine Passage. Da alles spricht ja dafür, das ganze Erleben spricht dafür, wie sich das präsentiert, wie das erlebt wird und wie das auch von denjenigen, die diese Erfahrung machen, dann interpretiert wird. Und eben wie auch diese Passage nicht unbedingt nur ein Tunnel sein muss, aber sie ist häufig da. Oder? Und wenn sie fehlt, Dann sind sogar nicht selten die Erfahrenen, die dann die Nahtoderfahrung machen, erstaunt, weil das so rasch geht. Also, wenn eben jemand ohne irgendwelche Überbrückung da in einer anderen Welt landet, dann ist das Erstaunen manchmal vielleicht durchaus größer. Vielleicht ist das auch der Zweck dieser Tunnelerfahrung. Also, vielleicht ist es nicht mal nur eine, jenseitige geografische Notwendigkeit, sondern fast mehr eine Vorbereitung. Eines Durchgangs, dass man eben diese jenseitige Welt, die dann da begegnet wird, dass man die irgendwie besser erleben, einordnen kann und verstehen kann. Also das kann durchaus wirklich einen rein symbolischen Charakter auch haben. Kenneth Ring, ein bekannter Nahtodforscher, der hat das eben dann auch so interpretiert als eine Art jenseitig geografische Notwendigkeit einer Passage, oder? Eine Art Verbindungskanal zwischen Welten, was durchaus natürlich auch denkbar ist. Zusammenfassend, das Tunnelerlebnis ist eben ein Hinweis darauf, dass es am Lebensende nicht einfach aus ist. Ja, es ist, glaube ich, diese Frage ist viel komplexer, haben wir auch schon besprochen. Allein das Tunnel, finde ich, würde dazu jetzt nicht reichen, sowas weil es hat eben mehr einen Symbolcharakter, oder? Und das kann natürlich auch wie ein traumhaft, symbolhaft sein. Da finde ich wichtiger die Erfahrungen, die eben wie beispielsweise paranormale Erfahrungen, die sagen dazu viel mehr aus als die Tunnelerfahrung selber. Aber sie passt in diesen Kontext einer sinnhaften Erfahrung, die eben nicht irgendwie, traumähnlich sehr, sehr changiert und auch wirr ist, sondern sie ist sehr sinnhaft eingebunden in ein gesamtes Erlebnis. Herr Dr. Ebert, danke, dass Sie die Ergebnisse zu diesem doch wirklich zentralen Aspekt von Nahtoderfahrungen zusammengefasst haben. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, Herr Römer.